So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Was man sofort wieder erkennt, der DAX ist relativ schwach auf der Brust. Da konnten die späten Reverses, die natürlich da der Nasdaq und der Dow Jones haben natürlich im Minus geschlossen, aber sich in den letzten anderthalb Stunden von den Tiefständen verabschiedet. Und konnten hier ja nicht ganz ein Doji, ja auch nicht unbedingt eine astreinen Hammer produzieren, aber jedenfalls eine Umkehrkerze, auf die heute eben aufzubauen ist. Hier ist eben das größere Gap noch da und im Endeffekt könnte man hier jetzt eine Abwärtsbewegung eben fertig zählen und der Blick könnte jetzt wieder Richtung ja, 4.150 gehen, beziehungsweise ja wieder 4.100 Punkten. Aber dazu dann später in einem Artikel mehr, da werde ich mich mit den Nasdaq Internet oder mit den großen Werten mich beschäftigen. Eine Apple konnte ja gestern ja, fast zu Beginn gegen den Trend leicht zulegen und auch sonst die Big Player, da wurden gestern eben Käufe gesichtet im Dow Jones Index. Hier konnte eine Unterstützung angelaufen werden und davon ist er dann abgeprallt. Aber auch hier ist natürlich ist der Index 200 Punkte minus gewesen auf Tagesbasis dann. Dow Jones sah sowieso ein bisschen besser aus, aber hier sind die Muster nicht eindeutig. Dann kommen wir zum DAX. Der konnte heute ein Tief an der 8.900 Punkte Marke, beziehungsweise genau 8.914. Und da lief er hier fast punktgenau an die hier die Tiefs. Schau ich mal, wann die waren am 4. August und am 10.03.2004 und einmal ja eben auch schon 2004, also liegt schon hier fast dann 2 Jahre zurück. Ja, aktuell steht er bei 8.970 und kommt da wirklich nicht in die Puschen. Wenn man hier den Stundenchart anschaut, ja, über den EMA 38, der ist schon rund 300 Punkte entfernt. Und hier kämpft er wieder mit der mit dem Tagessupport. Aber für das, dass eben USA eine deutliche Erholung einleiten konnte, ist wieder der DAX schwach auf der Brust. Wirkliche Unterstützung kommt von den 7 Big Player nicht. Zwei Aktien hier sind vielleicht zu nennen. Eine Bayer ist absolut noch im Rahmen, hat hier unten bei 93,55 die Zone angelaufen, konnte leicht abprallen. Der zweite Wert, wo jetzt auf eine gute Unterstützung aufliegt, wäre eine Allianz. Hier ist eben auch ja, das Hoch vom Januar eben zu nennen und jeweils hier die Anläufe. Gut, eine BASF ist jetzt hier leicht oder fast an der Wolkenunterkante angekommen, aber eine SAP konnte sich hier an dem EMA 200 im Tages, hier sind wir im Tageschart unterwegs, nicht festigen, ist komplett durchgebrochen. Hier ist aktuell, wenn dann noch die Wolkenoberkante etwa bei 65 Euro zu nennen. Aber eine Daimler hat hier auch den SMA 200 durchstoßen und eine Siemens. Ja, versucht hier
sein Gap bei 81,50 zu schließen. Also von diesen Aktien wird mir noch am besten eben die Bayer hier gefallen. Und also zur Deutschen Telekom noch. Ja, die hat auch noch im Prinzip noch mal Platz, bis sie hier auf die markante Unterstützung laufen würde bei 1380, 1370. Hier schauen wir noch mal den Stunden bzw. den 4-Stunden-Chart mal an noch. Hier sieht man es im Prinzip schöner, jedes Mal von der Unterkante des Rainbows dann abgeprallt. Und eben aktuell liegt er bei 9190 Punkten rund oder 70. Die Unterkante. Also ich präferiere weiter eigentlich. Ich meine, irgendwo sollten die Verkäufe mal auslaufen eigentlich. Und auf eine Erholung auf 9180 setzen. Aber der Markt hätte schon lange eigentlich durch die Erholung eben hier oben stehen sollen. Also was hier noch wirklich im Argen ist, klar, eine Deutsche Bank kann sich heute zwar erholen, aber wenn man hier auf jetzt habe ich hier das Setup nicht da. Also hier sieht man im Tageschart, wie weit wir hier von allen überhaupt auch von der Wolke entfernt sind. Die Wolke liegt bei 22 Euro. Und zum Glück sind hier bei 17,30 wurde eben hier kein Kaufsignal eben ausgelöst. Vom Tageschart gibt es definitiv absolut auch noch keine Entwarnung. Alles nur wäre das ein antizyklischer Play. Wie gesagt, ich mache mich jetzt an die US-Werte ran, ob da klareres Bild gibt, und werde ich dann später veröffentlichen. Danke fürs Zuhören, bis später.